Freunde, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video hier auf meinem Kanal. Und zwar das mit dem Fortschrittssystem, das ist so eingetreten, wie ich es in dem vorherigen Video angekündigt habe. Jetzt haben wir zurzeit ein Double XP Event, dazu gibt es Operation Ernsthaft, wo man also das Halloween Event kommt dann demnächst, und Schwarzmarkt ist auch vorhanden, da kann man sich durch Levelfortschritt bestimmte Gegenstände, Sticker freischalten, Legendary Outfits, dann dementsprechend noch was aus den Reserven, was man so halt nicht kriegt. Ja, finde ich bis jetzt ganz nice. Ich zeige euch mal Klasseneditor. Ich spiele derzeit die Rampart mit Reflexvisier, Griff, Vollmantelgeschoss, schnelles Magazin. Ganz nice. Ganz wichtig, der Slim Shot, um sich selbst zu heilen. Also wer den mit hat, das kann ich auch nicht verstehen. Dann spiele ich kugelsichere Weste, Leichtgewicht und Geist. Dazu dann halt Primär Revolver Held 1. Da habt ihr dann den Zusatzlot, da könnt ihr euch dann dementsprechend das schnelle Magazin ausrüsten. Ja, und wir spielen jetzt mal eine Runde Herrschaft. Ich kann euch halt auch nur empfehlen, spielt verschiedene Spezialisten, um so noch mehr EP-Punkte dazu zu bekommen, Fähigkeiten für die Spezialisten freizuschalten. Der Battery ist ganz nice, Crash ist auch ganz nice, der unterstützt das ganze Team. Ja, sauber. Und ja, wir spielen jetzt Herrschaft auf Seaside. Und ich bin mal gespannt, ich hoffe es ist nicht das ewige Call of Duty Problem mit Campern, aber man kennt's, es wird mit Sicherheit so eintreffen, ja. Gut, dann lassen wir uns mal überraschen und spielen jetzt mal eine Runde. Battery habe ich in Black Ops 3 auch schon gern gezockt. Auch übelst nice. Der Nomade, der ist auch ganz geil. Den haben wir hier jetzt. Ja, den haben wir hier. Der hat als spezielle Fähigkeit halt einen Hund. Der schießt dann einen Hund raus und ja, der macht dann Kills für euch. Ich finde den ziemlich OP, den Hund. Und wir legen jetzt mal los. Die Tage ist erstmal ein neuer Controller für mich fällig, weil der schon Schrott ist. Ja, du Hund, Alter. Clustergranate ist einsatzbereit. Wir haben die Kontrolle übernommen. Ja, klar, von allen Seiten werde ich wieder geholt. Ich muss hier meine Hut im Griff halten. Ich bald keinen Controller mehr zu zocken. Teammate hat mir gerade den Arsch gerettet. Ja, du Pisser, Alter. Ich
wo war denn da mein Aim, Alter? Gleich minus 0. Ja, liegt aber auch an dem fucking Controller. Dass ich den schon so fast zu Schrott verarbeitet habe. Nein, Camper. Unser Taktik-Einstiegsmarker ist offline. Wir verlieren Bravo. Ja, du Dreckscamper, Mann. So ein Opfer. Wie verbindet, rennt der wieder nicht, ey. Abfuck. Dreckiger Hurensohn. Ist klar. So, den haben wir. Hier ist noch irgendwo einer. Ja. Alter, hat der kugelsicheren Kopf oder was? Ihr habt selbst gerade gesehen, Mann. Das ist doch unnormal. Unser Taktik-Einstiegsmarker ist offline. Sowas von unnormal. Egal. Ja, Mann, kämpft doch hinter der Mauer. Hier, was ein dreckiger Affe, Alter. What the fuck is going on, bitch? Die Runde haben sie gewonnen, aber wir sind noch nicht fertig. Bester Camp-Moment, wenn schon, ey. Meine Fresse, ey. Zweites Arschloch geschossen. Du Wichser, Alter. Sind dann diese Pisser, die sich durchs Camp eine 1er-KD erarbeiten. Ey, Mann. Warum müssen so eine Drecksaffen existieren, die einen den ganzen Spielspaß nehmen, ja? Ich verstehe sowas nicht. Was haltet ihr denn davon? Schreibt's mir mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Hier schon wieder am Campen oben im Fenster, Alter. Eine richtige Pussy, ey. Also wenn Activision und Call of wenn Activision dagegen bald nichts unternimmt, Alter, dann habe ich echt keinen Bock mehr auf Call of Duty. Dann war hier Black Ops 4 ernsthaft das letzte, das ich mir geholt habe. Alpha gesichert. Bravo wird gesichert.
Ja, Mann, Alter. Ey, den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt. Überall am Campen, egal welche Ecke. Kämpft doch woanders rum. Dämliches Arschgesicht, Alter. Ja, ich hab's noch rausgehauen. Hä? Ja, überall, Alter, Mann. Ja, klar. Ey, die schlucken so viel, Alter. Die Time to Kill kotzt mich an in dem Spiel. Ganz ehrlich. Das ist echt nicht normal. Pflaster ist bereit. Ach ja. Kriegsmaschine läuft. Feindliche Drohne über uns. Oh je, gib mir eine Bombe. Hurensohn, Alter. Kleintipp, rennt immer außen lang. Wenn schon wieder nicht. Bravo wird gesichert. Achtung, feindlicher Taktiker Einstiegsmarker ist aktiv. Die ist toast. Wir verlieren sie. B gesichert. Lauf, Mann! Scheiß Controller, Mann! Ja. Ich sag schon nichts mehr dazu. Ich sag da schon nichts mehr zu, Alter. 5 zu 24, nur weil ich von so einem Dreckscampern weggeholt wurde. Naja, egal, scheiß drauf. Ich hoffe, das Spiel hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über euren Support freuen, indem ihr einen Daumen nach oben da lässt, kostenlos abonniert, die Glocke aktiviert, um keinen BO4-Content mehr zu verpassen.
Und ich bemühe mich die nächsten Wochen, dass ich an einen neuen Controller komme. Bis dann, ich bin raus. Ciao.